Ja, guten Tag. Mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie und alle zu einem neuen Beitrag auf unserem Kanal Wallfahrtskirche Klausen. Es geht heute um alle Heiligen, aller Seelen, Halloween und ein Fest, ein Dreierfest, so würde ich sagen, das miteinander zusammenhängt. Ich habe kein Problem mit Halloween. Viele Christinnen und Christen haben Probleme mit Halloween, ich nicht. Ich finde es Halloween, All Hallows Eve, also Allerheiligen Abend, so heißt es aus dem Keltischen. Ja, aber Allerheiligen, aller Seelen ist natürlich unser christliches Fest. Und alle drei hängen miteinander zusammen. Und ich lade Sie und euch ein, heute mit mir auf einen Spaziergang auf den Klausener Friedhof. Also, wer mit mir mitgehen möchte, der ist herzlich eingeladen. Bitte mitkommen. Um vom Pfarrhaus auf den Friedhof zu kommen, ist es nicht sehr weit. Der Friedhof ist direkt benachbart. Die Toten sind die Nachbarn des Pfarrhauses. Ich sage immer scherzhaft, das sind sehr angenehme Nachbarn, weil die sind sehr leise und die beschweren sich nicht. Vielleicht im Hintergrund hört man da unsere Ziegen. Die stehen da oben, der Oskar. Ja, und wir gehen jetzt hier ein bisschen durch den Park, durch den herbstlichen Park zum Friedhof. So, komm mit. So, Trini geht uns voran. Sie kennt den Weg natürlich. Der Park, der Friedhof, ein bisschen ihr Territorium. Genau, wir gehen den Weg hier entlang. Der Oskar meckert. Vielleicht besuchen wir den am Ende unseres Spaziergangs noch, der ist da oben, Oskar und Carla. Genau, und jetzt gehen wir aber erstmal Richtung Friedhof. Der Park, hier, ich mache mal einen kleinen Schwenk durch den Park. Ja, die Sonne, Gegenlicht, ist auch geschmückt mit den Kreuzwegstationen. Hier die letzte Station, die 14. Station. Jesus wird in das Grab gelegt. Passt sehr gut, denn Grablegung, Friedhof hat natürlich sehr viel miteinander zu tun. Und diese 14. Station, Jesus wird in das Grab gelegt, ist für uns Christen eine Hoffnungsstation. So, weiter geht's. Trini, ne, genau. So, Trini geht weiter mit. Genau, hier ist zum Beispiel ein Tor zum Pfarrhaus. Dahinter sind die Hühner und die Enten. Und hier ist die Treppe. Und das gehört auch für mich dazu. Die Tiere, die auch in der Nachbarschaft des Friedhofs wohnen. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass sie natürlich nicht auf dem Friedhof laufen. Ich glaube, für Trini dürfen wir heute mal eine Ausnahme machen. Wir müssen jetzt diese Treppe hoch, um dann zum Friedhof zu gehen. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Friedhof. Hier oben ist der Klausener Friedhof und ich gehe jetzt mal darüber und halte dann an ein paar markanten Orten an. Ja, ich stehe hier
vor dem Kriegergedenkmal unseres Klausener Friedhofs. Auch das gehört mit dazu. Wir denken natürlich an die Verstorbenen des Krieges und ihrer wird hier gedacht. Und gleichzeitig liegen hier rechts und links dem Kriegerdenkmal auch Priester, die beiden Gebrüder Eckert. Einer von ihnen war Pastor von Klausen, der andere Pastor von Piesbott. Und so legen sie hier ja neben dem Kriegergedenkmal. Auch das ist im November ja so. Der Toten der Kriege wird gedacht. Auch das ist wichtig, dass wir dieser Toten gedenken, dass wir für sie beten und dass wir uns für den Frieden einsetzen. Das ist gerade heutzutage wichtiger denn je. Es gibt nichts Wichtigeres in der Politik, in der internationalen Politik, als für Frieden zu sorgen. Jesus ist den Weg der Gewaltlosigkeit gegangen und so beten wir für den Frieden. Ich stehe hier vor der Leichenhalle. Hier werden die Toten in den Särgen aufgebahrt, so die Urnen aufgebaut bei einer Beerdigung. Ja, die Leichenhalle, die Kapelle hier in Klausen, sehr modern gestaltet. Klassisch modern gestaltet, würde man natürlich sagen. Die Leichenhalle ist natürlich auch ein wichtiger Ort, weil sie das nochmal verkonkretisiert. Der Abschied, die Trauer, gerade das findet hier in diesem Ort natürlich nochmal statt bei einer Beerdigung. Aber er ist auch eben ein Ort der Hoffnung. Wir trauern um die Lieben, die von uns gehen. Aber wir haben auch die Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir begleiten sie von hier aus auf ihrem letzten Weg zu den Gräbern und hoffen, dass dieser Weg ein Weg des Lebens ist. Tod und Leben, das gehört für uns Christen zusammen. Und der Tod, so unser Glaube, hat seinen Schrecken verloren. Denn der Tod ist doch mit Christus der Übergang zum ewigen Leben. Und so ist dieser Ort auch heute hier in diesem Sonnenglanz für mich immer auch ein Ort der Hoffnung. Natürlich auch ein Ort, wo dieser Glaube an das Leben ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Auch das gehört dazu. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe immer den festen Glauben, dass die Auferstehung gilt. Er gehört natürlich zu meinem Glauben dazu, aber natürlich zweifle ich manchmal dazu. Trotzdem ist dieser Ort ein Ort der Hoffnung. Manchmal des Zweifels, aber bisher bringt mich der Zweifel und der Glaube immer wieder an den Punkt, dass ich fest daran glaube, dass wir mit Christus den Tod überwinden. Seelen, alle Heiligen, für mich ein Doppelfest. Alle Heiligen, das Fest, wo wir daran denken, dass die Heiligen im Himmel sind und sie für uns eintreten. Wir schauen aber auch auf sie und wir sagen, das, was sie jetzt sind, da, wo sie jetzt sind, da sollen auch wir einmal hin. Alle Seelen, wir beten besonders für unsere Toten. Alle Heiligen feiern wir aber oft an dem Tag, ja, den Tag, auf dem Friedhof. Wir gehen zu den Gräbern unserer lieben Verstorbenen. Wir hoffen, dass sie bei den Heiligen im Himmel sind. Halloween, ja, ein neues Fest, aber eigentlich ein sehr altes Fest. Ein Fest Samhain hieß es früher einmal, wo die alten Kelten und die Germanen ihrer Toten gedacht haben. Es passt wunderbar zusammen und
ja, diesen Gedanken, auch diesen freudigen Gedanken des Erschreckens. Wir müssen uns eigentlich nicht erschrecken, sondern der Tod hat seinen Schrecken verloren. Deshalb können wir über Gespenster und Geister lachen, weil Gott ist der Stärkere. So, und hier sind Karl und Oskar, wie versprochen. Eure Weide grenzt ja hier an den Friedhof an. Genau, links die Karla, rechts der Oskar. Genau, eure Weide ist hier ja auch Nachbarschaft zum Friedhof. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Ihr passt hier gut auf und ja, ihr seid auch ein Beispiel für das Leben. Ne? Das Leben, das vielfältige Leben Gottes, das vielfältige Leben der Schöpfung. Ja, Herbst kommt dieses Leben ein bisschen ans Ende, die Blätter fallen ab und so denken wir an die Verstorbenen, aber immer dem Licht Gottes in der Hoffnung darauf, dass Gott auch neues Leben schenkt. Hier kommt nun unsere Wanderung auf dem Friedhof, unser kurzer Spaziergang. Wanderung ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen. Unser kurzer Spaziergang auf dem Klausener Friedhof zu einem Ende. Der Friedhof, Ort der Trauer, Ort des Abschieds, aber auch Ort der Hoffnung, ein Ort des Zweifels. Was ist der Friedhof für euch? Und wie begehen Sie diese Tage von Allerheiligen, aller Seelen, Halloween? Wie geht's da bei euch, bei Ihnen? Ich wünsche Ihnen und euch allen eine gute Feier dieser Tage. Dass sie Tage der Hoffnung sind, auch Tage der Freude. Vielleicht, wenn man in der Familie zusammenkommt, auch ein gutes Zusammenkommen. Alles Gute, Gottes Segen hier aus Klausen vom Friedhof zusammen mit den Tieren des Klausener Pfarrhauses, Trinchen und Karl und Oskar. Alles Gute, Gottes Segen, ihr und euer Pater Albert. Tschüss.